Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, heute zu einer hoffentlich besonderen Aufnahme. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen, dass es doch mal schön wäre, wenn ich eine einstündige Aufnahme machen würde. Und, normalerweise sind meine Aufnahmen ja so eine halbe Stunde lang und dann mache ich da zwei Parts draus. Also machen wir jetzt eine Stunde lang eine Aufnahme. Ich versuche, das ganze Video zu rendern. Wenn das jetzt ein 15-Minuten-Video ist, dann hat das nicht geklappt. Dann hat mein Renderprogramm gestreikt. Aber laut YouTube habe ich auch die Erlaubnis, eine Stunde lang hochzuladen. Also gucken wir mal, wenn ich wirklich ein Stundenvideo aufnehmen kann, sodass es richtig ist und es auch hochladen kann, ohne Blackscreens und so eine Scheiße, dann machen wir das. Ansonsten mache ich da halt wieder vier Parts draus. Egal, außerdem habt ihr entschieden, dass wir die, Oblivion-Portale offen lassen sollen. Ja, also das hat mir ja gesagt und das wollen wir dann auch machen. Und auch der Kommentar mit dem mit der Federverzauberung ist eine wunderbare Idee. Dann verzaubern wir unsere komplette Rüstung mit Feder. Das bedeutet, wir brauchen aber auch nochmal neue Handschuhe, weil Glashandschuhe der Absorption, da will ich dann ja auch Feder drauf haben. Wow, die sind 6500 wert, nicht schlecht. Ich würde also sagen, wir geben schnell noch diesen Gegenstand ab und danach geht es dann wirklich nur daran, Oblivion-Portale zu schießen. Das heißt, die ganze Stunde werden wir jetzt nur Oblivion-Portale besuchen. Ja? Wir brauchen... Jetzt muss man gerade überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 5 Siegelsteine. Das heißt, wir machen 5 Oblivion-Portale. Wenn wir die 5 erledigt haben und die Stunde dann noch nicht rum ist, kann ich mir immer noch was überlegen. Egal, aber erstmal geben wir den... jetzt hat er eine Rüstung an. Oh geil, jetzt hat er so eine Rüstung an. Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Ihr habt es geschafft. Ich kann auf euch zählen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkinstein sehen würde. So schön, wie die alten Geschichten erzählen. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht. So wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen. Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumath wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumath zu zerstören. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der dedrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumath erlauben. Nein. Ich werde die Verteidigung Brumaths selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Jo, Mama. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Jetzt dürfen wir wieder laufen. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Gut, den machen wir irgendwann anders, weil wir ja Oblivion-Tore heute schließen wollen. So, denn wir wollen ja, wir brauchen fünfmal den Siegelstein und es muss jedes Mal derselbe sein. Das wird für mich ein bisschen nervtötend. Für euch wird es nicht so schlimm, egal. Gucken wir mal, wir haben doch schon ein paar Oblivion-Tore gefunden, oder? Als erstes Lucien Lachance, was eigentlich Agate to Oblivion heißen müsste. Gehen wir dahin.
gibt einen ziemlich einfachen Trick. Wenn ihr oben in der Siegelsteinkammer steht und den Siegelstein nehmt, speichert ihr und jedes Mal, wenn ihr ladet, kriegt ihr einen anderen Siegelstein. Und genauso werden wir uns auch unsere Siegelsteine farmen und... Schlabbär, hör auf! Ja, und unser Pferd, das interessiert es gar nicht. Das geht hier lang. Totes Bärchen. Gut, gehen wir... zu Lucina. Oh Mann, ich komme auch nicht drauf klar, wie das tut. Ach, da unten. Ach, nee, du bist mir so egal. Tschüss. Ja. 5 Oblivion-Tore, na super. Ich hoffe, dass... Oh, das ist ein schönes Oblivion-Tor. Das ist nämlich ein kurzes. Das ist eigentlich, glaube ich, mein Lieblings-Oblivion-Tor sogar. Es gibt auch so viele Nebentürme. Es sieht auch so cool aus, finde ich. Jetzt muss ich mal überlegen, wie kam man in diesen Turm rein? Doch, das sind die letzten Tetra, die wir suchen. Das sind die Zivilei, oder wie auch immer die hießen. Können wir jetzt mal gucken. Ja, Zivilei sind es. Das sind die stärksten Tetra. Wow, Mine! Das war knapp. Das ist ein richtiges Minenfeld hier. Da kommen wir nicht durch. Die Tore sind alle geschlossen. Na gut, dann geht es, glaube ich, nur da lang. Dann gucken wir mal. Wir müssen ja nur irgendwie diese Tore öffnen oder hinter die Tore kommen. Können wir, ich glaube, doch, das müsste gehen. Bringt uns das was? Oh nein, jetzt bin ich nicht ernsthaft hier festgeglitscht, oder? Nein, bin ich nicht, okay. Wir nehmen diese als Abgründe. So, der Hauptturm, das Tor ist hinter diesem Tor, okay. Ja, komm her, du. Komm her, du. Ah, du, hier, der Herz, ja, damit. Wir müssen nur durch dieses Tor irgendwie. Das heißt, wir müssen theoretisch... Obwohl, das reicht, wenn wir in diesen Turm da reingehen und da oben durchgehen. Das reicht. Stimmt ja. Das können wir ja auch. Dann machen wir das so. Haben wir uns mal da eben über diese Mauer da drüber genascht. Es war ja noch nicht mal geglitscht. Wir sind geschickt drüber gesprungen, sagen wir so. Tätigen den Hebel und gehen schnell nach den Aufzug. Das ist wahrscheinlich die Brücke. Ich gucke aber nochmal gerade, was es ganz oben gibt. Wahrscheinlich ein Dremora. Ein Blutbrunnen. Vielleicht finden wir einen Dädra-Sack. Das wäre ganz schön. Weil wir suchen ja immer noch Glassachen. Ne, es ist nur ein Blutbrunnen. Okay, das ist uninteressant. So, und schon sind wir gleich in dem Turm drin. Das ist auch super. Oder kann es sein, dass wir hier erst das Tor öffnen können? Das kann auch sein. So, jetzt muss ich mal eben hier gerade bei mir die Jalousie runterziehen. So. Und dann kommen wir in die herzzerreißenden Hallen. Okay. In den herzzerreißenden Hallen finden wir einen Zivilei. War das ein Zivilei? Autsch. Wilder Drecksack. Okay, wir brauchen eine Fackel. Oh, wir brauchen noch neue Fackeln. Wir brauchen ja noch neue Fackeln. Ja, Blutbrunnen. Ach, du bist auch noch da, ja? Ah, sind wir jetzt wieder super. Haben wir bald wieder genug, um Alchemie zu betreiben. Also wie ich euch ja bereits gesagt habe, das hier ist wirklich ein sehr einfaches Oblivion-Tor. Könnt den da machen, dann kommt die Dinger nämlich runter. Weil die Dinger sind fies. Wenn die euch treffen, seid ihr ziemlich matsch, ne? Und deswegen lieber den Hebel betätigen. Selbig nochmal hier. Ah, okay, war noch nicht weit unten genug. Ist ja auch egal. Nett. 2 Dädra-Säcke. Hier ist einmal ein Dädra-Kurzschwert, das wir nicht brauchen, was aber so viel wert ist.
Sachen, Reparaturen und 55 Gold nehmen wir gerne. Na, ja, das bleibt gleich schon da. Die Korridore der dunklen Erlösung. So, gucken wir mal, was wir hier drin haben. Dann könnten wir eigentlich auch theoretisch die ganzen Tore von den Städten schließen und uns da noch ein bisschen Hilfe für Brumar holen. Weil den Quest haben wir ja noch. Okay, ihm ist zauberimmun, anscheinend so ein bisschen. Man scheint zumindest eine hohe Resistenz gegen Zauber zu haben. Jetzt hat er vorhin was draufgezaubert. So, das ist ein Mana-Brunnen, also ein Mana-Brunnen. Doch, ich denke, das ist eine treffende Beschreibung. Ein Mana-Brunnen. Oh, diese Spinnen, die gehen zum Glück recht gut kaputt und die bringen echt toll. Spinnenseide ist super. Der Dravenin auch. Ja, und schon sind wir oben. Koloppen für dich noch, ne? Und da hinten war noch was. Hey, du überlebst das. Hi. Dann nehmen wir das. In das Sigillum Sanctum. Also das Heiligtum des Siegelsteins. Schon mal Blutbrunnen, der regeneriert uns. Sollten wir Schaden erleiden. Komm, wo sind die Remora und... Ist hier nichts? Und nicht mal Säcke? Ah, wusste ich doch. Stab. Marco, unser Topas, wo ist der? Wie ist denn der Versack? Wow, der ist nicht schlecht. Der ist viel, viel wert, aber den werde ich nicht mitnehmen. Wo ist denn der letzte? Hallo, wo bist du? Du bist da unten, ja? Ich glaube, du bist da sicher, ja? Noch einer. Ich dachte, das wär nur zwei gewesen, dachte ich. Wo ist denn dein Stäbchen? Bist du da etwa drauf? Hallo, wo ist der Stab von dir, habe ich gefragt. Der hatte doch einen Stab. Wo ist der hin? Na egal, wir können die Fackel ausmachen. So, und jetzt, nehmen wir mal den Siegelstein auf. Ach, das war... Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ah, warte, wo war der letzte Autospeicher? Nee, ist mir zu weit her. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal den. Bei den anderen Portalen muss ich das mit dem Autospeicher unbedingt beachten. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Wahrscheinlich haben wir jetzt nämlich nicht den Stein, den wir haben wollten. Super gemacht. Ah, na toll. Egal. Wir haben Leben entdecken 180 Fuß. Ja. Oder halt für Waffen und Tod vertreiben. Also der erste Effekt gilt immer auf Waffen und der zweite gilt auf Rüstungen. So. Korall, Tor schließen. Rein da. Ha, dasselbe Tor nochmal. Herrlich. Gut, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich mache da jetzt einfach Speedrun. Das ist mir jetzt zu blöd, die ganzen Gegner dann auch noch zu besiegen. Die Säcke, da können wir ja reingucken, aber der Rest ist ja irgendwie total uninteressant. So, wir gehen wie immer hier hin. Dich ignoriere ich. Hi. Das ist blöd, wenn man einfach so stehen gelassen wird, ne? Wo ist der Aufzughebel? Da ist der Aufzughebel. Hey! Ah. So, Ihmchen kommt dann auch nicht mehr hoch. Ja, könnt ihr lange warten, Jungs. Ich komm nicht mehr.
Na, hier drin sollte ich die Viecher besser besiegen, weil die laufen mir nicht. Wo ist denn... Da bist schon mal du. Und wo ist jetzt der... Noch einer? Und wo ist jetzt der blöde Magier? Oh Gott, der ist uns auch gefolgt. Wow. So, ihr seid jetzt alle mal ruhig und... Ah, der drei Säcke. Nett, nehme ich. Ich glaube, die sind alle eben durch die Falle gestorben. So, jetzt noch schnell in die Korridore in der Lösung rein. Na, immerhin, vielleicht haben wir nach der Aufnahme ja... Oder wir müssten eigentlich nach der Aufnahme diese super Rüstung dann haben. Mit der uns dann kann... Ja, komm. Glaubst du, du hast eine Chance gegen mich, oder was? Ah, ist blöd, ne, wenn man keine Chance hat. Hm, komisch, immer, die droppen immer noch keine... Wow, hab ich mich gerade erschreckt. Das Vieh sieht schon ziemlich bedrohlich aus, so ein Deadrot. Ah, ja. Und ab nach Sigilum Sanctum, ja. Du kannst mir so gestohlen bleiben. Und her damit. Der regeneriert mich. Ja, nicht. Ich guck mal kurz nach. Okay, es gibt keine Dädra-Säcke. Anscheinend wieder nur oben welche. Naja, und der Spinnen-Dädra, der ist total aggro auf uns. Du bist auch total mega aggro, ne? Ja, du magst dich auch nicht. So, dann machen wir jetzt hier ein Schnell-Save. Ne, besser hier an und kann es den Stein. Oh, Moment, was ist das für ein Stein? Ist das der richtige? Nein, ist ja nicht. Okay, ich werde jetzt cutten, bis ich hier an der Stelle den Stein gefunden habe, den wir haben wollen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, haben wir wieder einen Federseelenstein. So, Gegenstand hinzufügen. Der Glashelm wird jetzt genannt in Federhelm. Stellen wir uns den Federhelm. Zieh den Federhelm an. Wow. Hat mich jetzt so ein Dutzend Versuche oder so gekostet. Aber, wer sich so eine Rüstung machen will, der ist nicht schlecht. Die sind doch echt stark, die Sand. Ich habe gerade eben auch einen Seelenstein gehabt. Stille für 15 Sekunden. Da kann ich 15 Sekunden lang nicht zaubern. Das ist total übertrieben. Jo, jetzt müssen wir noch kurz in Koroll jetzt nochmal mit der Dame da reden. Weil jetzt müsste die uns eigentlich auch noch Hilfe nach Brumar schicken. Und warum denn nicht? Wenn wir die gratis kriegen. Also 4 Steine brauchen wir noch. Ist echt blöd, dass wir im ersten Tor das verkackt haben. Na, da haben wir halt einen Seelenstein zu viel jetzt. Wie wär's, wenn ihr ein paar Tränke braucht? Ja, wenn du mit Zutaten bist, brauche ich gerne was für dich. Euer Ruf eilt euch voraus, Held von Quatsch. Ihr habt meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, als ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Jetzt werde ich gern Soldaten entsenden, die euch bei der Verteidigung von Brumar helfen sollen. Wird erledigt. Schön, danke dir. Lebt wohl. Gute Nachrichten, Bürger. Oh. Nächste Start ist... ich habe keinen Bock auf zu gehen, gerade an Will. Gibt es an Will überhaupt noch Oblivion-Tor? Ja, da gab es irgendwo eins, ne? Immer noch an Will. Oh,
Eigentlich müsste ich mal kurz in der Banditenhöhle gehen. Nur für diesen blöden Glasbeinschienen und nochmal Glasdinger, weil irgendwie finden wir den nicht in den obliegenden Toren, weil wir irgendwie Pech haben. Egal, 4 Seelensterne noch. Und da oben, das scheint das blöde Tor zu sein. Das ist relativ eindeutig. Ja. So, wenn diese Tore dann. Also, wenn wir diese Rüstung aber haben, dann werde ich die Seelen. Die Oblivion-Portale auch schließen, weil danach werden wir nie wieder Verzauberung brauchen, weil die Glasrüstung ist die beste Rüstung im Spiel. Mit der Bernsteinrüstung, obwohl ich die Glasrüstung lieber trage, weil ich die irgendwie cooler finde. Und wenn wir dann eh die verzaubert haben, dann brauchen wir die Oblivion-Tore gar nicht mehr. So einfach sieht es aus. Oh, das sieht nervig aus. Ich hätte gerne einen Levitationszauber. Ah, Levitationszauber wäre jetzt so toll. Und zumindest wenn ich 7 Meilenstiefel nehme, nicht mehr da rennen kann. Ja, mit deinem Leerdrahtzahn. So, aber ich glaube, das sollte locker reichen, wenn ich die ganzen Oblivion-Portale farme. Das sollte locker für eure für die Aufnahme reichen. Ich werde versuchen, das alles am Stück hochzuladen. Wie gesagt, wenn es nicht geklappt hat, seht ihr das ja dann. Oder vielleicht mache ich das so, dass ich einen Stundenpart mache und den Rest dann in einem Video noch zusammenschneide. Ich weiß noch nicht mal, wie lang das jetzt wird, also mal schauen. Immer weiter hoch. Das ist ein nerviges Oblivion-Tor. Auch wenn das irgendwie cool aussieht hier mit den Sachen. Oh, du bist hässlich. Ich bin gerade durch deine Leiche durchgerannt. Oh, das wird der nächste von euch hässlichen. Oh, und ich sollte mal wieder Umbra benutzen. Hallo Luda. Geh drauf, wir sterben. So, und dann haben wir hier so was Stern. Was Stern. Gold und bitte aufladen, danke. So, Waffe einstecken, damit man schneller läuft. So, jetzt kommt ein kleines Minenfeld mit dem Deadrot. Ist doch wunderschön. Ich habe eine Seele gefangen. Schön, dass die Deadrot-Seelen total viel wert sind. Goldbrand ist jetzt schon wieder voll. Und dann befüllen wir jetzt noch Azuras Stern. Azuras Stern. Ah, Umbra. Hey, du da. Wie geht's dir so, hä? Huh? Du stirbst jetzt. Ey, kein Sinn. Ach so, die zählen wie Menschen, die man nicht einfangen kann. Hm, dann sollte ich mal an denen das mit Hermes Morath Seelenfalle probieren eigentlich, oder? Probiere ich, glaube ich, mal beim nächsten Tremo, ob man die mit dem Seelenstein von Hermes Morath fangen kann. Was nicht schlecht wäre. Hallo, ihr beiden Sturmatronen. Ich hasse diese Blumentor. Das ist ewig lang. Bäh. Wir sind ja noch nicht mal annähernd bei dem scheiß Turm. Laden auch gerade mal die Stäbe auf, damit man die teuer wieder... doch schon irgendwie teurere verkaufen können, weil wir sind noch nicht so gut in, ja, jetzt kommen wir hier gar nicht weiter, oder was? Also, ey. Das liebe ich ja wieder, ey. Das ist wieder so toll. Na gut, aber ich glaube, dann weiß ich, wo ich lang muss. Ja, dann bin ich den ganzen Weg umsonst gerannt. Mann, oh! Muss ich da irgendwo reinkommen, naja, wunderbar. Radra, ja, ich mag dich auch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich da in diese Höhle, die da irgendwo war. Mensch, das ist doch echt beschissen. Und dann kommt man da irgendwo raus. Oh, ja. Ach ja. Der Abenteurer hat es nicht leicht in Oblivion. War doch hier irgendwo, oder? Der Höhleneingang war doch hier irgendwo.
Ah, mein guter Freund, der ich schieß alles kaputt, Turm. War hier nicht irgendwo? Ah, ich hab's schon verpasst. Ah, witzig. Witzig. War ich denn? Bin ich echt so? Oh, hier war das. Ah. So, jetzt sind wir in der Unterwelt. Voll aufgeladen. Oh, ein Glas wäre immer, können wir verkaufen, der wiegt ja nichts. Also du bist mir zu egal, ich habe meine Seele. Wie geht's hier hin? In die Oblivion-Höhle, ja. Ja, das ist bestimmt richtig. Da spielen wir da blödes Clan Van. Komm her. Ich komme mir irgendwie vor, als würde ich im Kreis sein. Oh Gott. Feigenspinnen, ne? Na sicher, es geht hoch. Es geht hoch. Wieder Oblivion. Ah, und jetzt sind wir hier oben. Okay, wunderbar, herrlich. Müsste mich immer irgendwo pennen eigentlich. Okay, ihr nervt. Warten wir mal gerade eine Stunde, um wieder voll zu werden. Oh Mann, ich hasse Oblivion-Tore. Aber gut, wer eine Rüstung haben will, der muss hier rein. Eine gute Rüstung. Sehr gute Rüstung. Wenn man endlich viel tragen will. Also ich meine, es ist ja fast unendlich, was wir dann tragen können. LOL, Vieh beim Beschwören gekillt. War ein Feueratronarch. Hat man daran gesehen, dass er dem Feuerschaden widerstanden hat. Das können nur die Feueratronarchen eigentlich. Ich bin übrigens heftig. Die hier habt ihr gesehen, der kann das Claymore mit einer Hand halten. Was für uns zum Beispiel unmöglich ist. Jo, wir übertreiben jetzt mal wieder direkt. Und, ja, kommt, ihr seid mir alle so egal, ja, und irgendwo ist hier Rauch und ich sehe nichts und da ist irgendwie so ein Daedra-Sackbeutel-Gedöns. Jo, eine Spinne, die mir komplett egal ist und die ich einfach komplett ignoriere und, jo, und, hi, ja, lange nicht gesehen, ne, voll supi, dass du mich auch mal wieder besuchen kommst. Haha, voll, und doch nicht gejuckt. Ja, du bist auch noch mit von der Partie. Ist ja gut. Ah, nervig. Ah, jetzt habe ich irgendeine Scheiße angesammelt. Da gehörte eine Schuhe. Auch kein Mensch. Wow, Steinschlag. Hätten die Viecher nicht den Steinschlag draufgehen können? Ja, komm, die Haradra vergiften die doch bestimmt, oder? Nein, ich bin hier durch, ihr blöden Gegner. Du gehst mal drauf, was vor mir bist. Der Rest von euch ist mir so egal. Ja, so kann man Olivia natürlich auch spielen. Eine sehr interessante Variante. Auf höherem Schwierigkeitsgrad übrigens unmöglich eigentlich so zu spielen, weil ihr einfach irgendwann... die Viecher machen so viel Schaden teilweise. Bäh.
Dann machen wir die jetzt mal alle kaputt, die noch übrig sind. Dann haben wir auch Ruhe. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Noch einen Sack. Und jetzt sind wir erst im Ebenholzkriegshammer. Ja, ach komm, okay, solange wir ihn tragen können, können wir ihn mal mitnehmen, ansonsten wird er weggeworfen. Oh, und jetzt noch den ganzen Turm hoch. Ah, nervig. Wo ist denn jetzt hier lang? Ach, hier. Ich könnte auch noch die Rüstung ausziehen, sie wird auch schneller. Aber nee. Frisst Staub hier nichts. Ja komm, der hat den doch voll getroffen, ey. Also bin ich kein Nichts, ich bin Nereva, ne? Weißt du? Offenbar rein da. Ist mir alles viel zu blöd. Ach, hier geht's okay. Jo, das ist mir komplett egal, wer da alles hinter mir her ist. Ja, komm, cast auch noch irgendeinen Zauber, beschwör dich noch irgendein Vieh, ist mir komplett egal. Ich bin weg hier, weil wir gleich schon wieder oben sind, hoffen. Tja, doch nicht ausgewichen, schade. Das Tolle ist, dass ich teilweise durch uns Kloppen selber kaputt machen wegen unserem Ring, der ja Zauber und Schaden widerspiegelt. Eine gewisse Chance dafür hat. Das könnt ihr auch mal, ich könnte euch eine. Könnte ich das komplett mit Schadensspiegelung oder Schild, wenn ihr das mit komplett Schild verzaubert, also Rüstung, bei der Rüstung ist ein Cap bei 85, das heißt 85% des Schadens werden ignoriert, gibt es dann für euch nicht. Ihr könnt allerdings auf 100% kommen, wenn ihr Schildzauber benutzt. Ach, da geht's lang. Ist ein bisschen langweilig, weil dann kriegt ihr einfach überhaupt keinen Schaden mehr. Ansonsten Zauber widerspiegeln 100% ist sehr witzig, dann seid ihr halt zauberimmun und Magier sind halt total gegen euch im Arsch. Schaden widerspiegeln komplett ist irgendwie auch langweilig, weil das meiste ist ja dann doch Nahkampf. Könnt ihr aber alles machen mit den Ziegelsteinen. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen ja wenigstens noch ein bisschen kämpfen. Wenn ich das Spiel hier nur spiele und dann einfach nur durch die Gegner durchlaufen muss und die sich von selbst an mir umbringen, finde ich das irgendwie doof. Da mache ich mir lieber nützliche Verzauberungen, wie das mit der Feder jetzt. Das bringt doch schon mal einiges dann. Wow. Trank der Intelligenz und 500 Gold. Und so langsam. Immerhin, die machen ja manchmal ein bisschen Schaden. Man merkt einfach, dass sie einfach